Hallo und herzlich willkommen zu Forza Motorsport 7. Heute spielen wir die Demo, ab nächste Woche dann das ganze Spiel. Freitag ist der Early Access, aber da bin ich leider nicht dabei. Aber ich hoffe, wir werden trotzdem mit der Demo ein bisschen Spaß haben und dann hauen wir direkt einmal rein. So, als erstes wollen wir ganz schnell die Musik etwas leiser drehen. Oder wir machen sie direkt ganz aus. Dann kriegen wir auch keine Probleme mit Urheberrecht. So. Ich würde sagen, wir fangen erstmal vorne an mit dem neuen Porsche 911 GT2 RS. Und da fahren wir, wenn ich mich recht entsinne, in Abu Dhabi. Da wird ja auf der E3 wird ja sowohl Auto als auch Spiel enthüllt. Wobei eigentlich klar war, dass das Spiel dieses Jahr rauskommen muss. Da man sich inzwischen so einen 2-Jahres-Rhythmus extrem angewöhnt hat. Entweder kommt ein Jahr Horizon oder ein Jahr Motorsport raus. Ich bin Fan von beiden. Wenn ihr möchtet, machen wir auch gerne mal ein, zwei Folgen Horizon 1, 2 oder 3. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, da im letzten Monat auf der Gamescom war, die Ladezeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die auf der Xbox One normal oder S deutlich länger bleiben werden als die auf der One X. Aber das wird sich dann erst im November herausstellen. Und da sind wir schon in Dubai. Dann stellen wir unsere den Einstellungen kann ich leben, nicht so wie bei den Voreinstellungen, wo alles anders. Oh, und damit geht es dann jetzt los. Oh, oh, oh. Das war aber nicht so nett, der feine Herr da. Na gut, das war auch nicht der Tag, das gebe ich ganz offen zu. Aber wahrer Motorsport besteht ein bisschen aus Streifen und Schubsen. Ohne dass die Autos sofort kaputt gehen. Finden wir heute leider viel zu wenig. Und das war deutlich zu spät, da sprung wir lieber direkt zurück. Nächster Anlauf. Ja. Besser, aber noch lange nicht perfekt. Ich muss euch sagen, ich habe diese Strecke noch gar nicht gespielt. Ich habe auf der Gamescom, bin ich mit dem Nissan über Nürburgring, nur als Heimatstrecke sozusagen gefahren und bin jetzt einmal mit dem Truck über, ich glaube, Mugello fährt man da. Das werden wir aber gleich noch sehen. Für alle, die es wissen möchten, ich fahre mit Gamepad. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lenkrad ist klasse, aber ich habe mir in den ganzen Jahren angewöhnt, an der Konsole nur mit Gamepad zu spielen.
Kann auch sein, dass das einfach so ein bisschen mit am Preis liegt von den guten Lenkrädern für die Konsolen. Am PC bin ich eigentlich immer Lenkrad gefahren bis vor ein, zwei Jahren, aber inzwischen fahre ich eigentlich am PC kaum noch Rennen, sondern fast nur noch Forza Motorsport oder zwischendurch noch mal ein Gran Turismo Teil auf der PlayStation. Ihr seht alles ein bisschen ruckelig hier im Moment. Den springen wir lieber zurück, das wird nix. So. Hoffen wir, wir machen es jetzt besser. So, hier braut sich ein kleiner Sandsturm zusammen. Hoffentlich sind wir vor dem. Vorher im Ziel, bevor der Sandsturm richtig anfängt. Nee. So wird das heute nichts. Gebe ich ganz offen zu, das ist ein bisschen. Ganz klein bisschen zu lang. Schlecht. Und dann sind wir in der zweiten Runde und failen komplett. Einfach mal ein bisschen auf die Straße achten. Dann sieht man, dass auch mal eine Kurve kommt. Ich habe mir im Übrigen überlegt, ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr mal was dazu schreiben oder weiß nicht, vielleicht auf Twitter oder so bei mir mich dazu zum Thema anschreiben. Ich habe im Moment so ein bisschen vor, den Kanal einfach mal in Richtung FIFA und Forza zu entwickeln. Vielleicht irgendwann noch Soccer dazu und Project Cars 2 oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall vor allem Fußball und Autorennen. Sicherlich dann auch mal so ein vielleicht so ein Need for Speed oder die Crew mal mit reinzunehmen. Allerdings das nicht als langlebige Serie, sondern einfach so ein paar Special-Folgen. Was ich auch ganz ehrlich sagen muss, ist ja The Crew habe ich auf der Gamescom gespielt dieses Jahr. Das war echt genial. Diese vorgefertigten Punkte. Bin auch relativ gut durchgekommen, muss ich sagen. Außer mit dem Flugzeug, da habe ich noch meine starken Probleme. Es hat zwar diesen Need for Speed Charakter, aber Need for Speed muss ja nicht unbedingt mal alleine dastehen. Zumal Need for Speed in den letzten Jahren ja extrem abgebaut hat. Der letzte Teil von 2 Jahren war jetzt auch nicht besonders. Der nächste sieht interessant aus, aber scheint mir so eine Art Quicktime-Monster zu werden. So geben sich zumindest die Trailer und Demos. Wir werden einfach mal schauen, wie weit das geht. So, Fast and Furious mit Quicktime brauche ich jetzt persönlich nicht. Da kümmere ich mir lieber einen der Filme an. Schreibt mir einfach eure Meinung, vielleicht liege ich ja einfach mal komplett außerhalb der Meinung. Vielleicht sehe ich das ja einfach auch nur verbohrt, was ich jetzt persönlich erstmal nicht glaube. So,
genug gequatscht, jetzt sind wir erstmal Dritter geworden. Und jetzt schauen wir mal weiter. Beste und größte Vorteil aller Zeiten, okay. Also eigentlich für jedes Vorteil. Ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber jedes Vorteil ist das größte Vorteil überhaupt. Was in meinen Augen vollkommen klar ist, man muss die Leute damit locken. So. Und dann fahren wir jetzt mal Truck. Wenn ich mich recht entsinne, ist Truck wirklich eine Neuerung. Hat's kurz gehalten. Korrigiert mich da bitte, aber ich meine, im 6. Forza gab es keine Trucks. Ich kann mich zumindest echt nicht dran erinnern. So. Und hier sind wieder unsere Freunde. Hier ist wieder unser Freund, die Ladezeiten. Vielleicht cutte ich das dann auch einfach mal raus. Oder auch nicht so schnell, wie das jetzt noch ging. Herrlich. Manchmal muss man im Spiel nur sagen, was es zu tun hat. Roland Rehfeld. Ich will nicht sagen, dass ich ihn kenne, aber sein Name ist irgendwie. Klingt nach einem echten Truckrennfahrer. Zumindest nach einem echten Rennfahrer. Aber dann hätte man wieder Lizenz für haben müssen. Und was weiß ich. Oh, da hat mir aber schon einer versucht, jetzt hier wieder von der Spur zu kriegen. Na ja, gut, die Autos sind halt ein bisschen länger. Die Trucks sind halt ein bisschen länger als so ein kleines Autoschen. Aber. Hier. Nach vorne zu fahren. So, ohne sich auch verlustig das mal. Diese Trucks können ein bisschen mehr ab als ein kleines Auto. Wobei, ich glaube, die Racing Trucks sind jetzt auch nicht die stabilsten. Die sind ja auch nur Carbon und alles auf leicht gebaut. Ich würde gerne nochmal zum Truckrennen am Nürburgring. Mal gucken, vielleicht will ich ja. Ich gucke mich das nächstes Jahr mal mit der Family da hinkomme. Die Kinder ist bestimmt immer toll. Weil für mich als Kind war es das Größte, als ich vor, weiß nicht, 30 Jahren da war. War ich 5 ungefähr. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen darauf zu konzentrieren, um ein Herz gut zu machen und nicht nur Leute irgendwie anzupumpen. Dann müssen wir versuchen, uns mal ein bisschen dran vorbeizubremsen. So, jetzt läuft es ein bisschen. Hoppala. Den kriegen wir aus. Super. Den letzten auch noch außen. Nee. Den wir oben auf der Karte. So. Und dann kommen wir jetzt auch schon in die zweite Runde. Im Gegensatz zu dem Rennen mit dem Porsche sind wir jetzt schon Erster. Und vielleicht bleibt es jetzt mal.
So, hier haben wir so gut gelupft. So. Haben wir schon relativ gut abgeschafft. So, auf geht's. Das war ein kleiner Schlenker. Aber egal, weiter geht's. Sehe schon auf der Minimap, haben es gleich geschafft. Also. Sehr interessant ist, was mir jetzt gerade auffällt, ist euch bestimmt auch schon eben aufgefallen. Beim Porsche habe ich die Ansicht von hinten gewählt und beim Truck bin ich direkt drin geblieben. Weiß nicht, für diejenigen von euch, die Forza-Demo auf der Gamescom, auf der E3, wenn da jemand von euch war oder vielleicht sogar auch zu Hause gespielt hat. Schaut euch das mal so an. So. Man sieht nichts. Aber gar nichts. Und so kann ich nicht fahren. Also bleibe ich lieber so beim Tag. So, und damit wäre Rennen Nummer 2 auch schon geschafft. So, vielleicht versuche ich das rauszukatten beim ab dem zweiten Rennen. Das stört ja eh nur. So, weiter geht's. Rennen Nummer 3. Nehmen Nürburgring-Suit. Also so wie es aussieht, regnet es hier. Auf der Gamescom-Demo gab es sogar noch ein richtiges Gewitter dazu. Das war echt geil. Das war eine richtig coole Atmosphäre. Vor allem, wenn dann zwischendurch mal so ein richtiger Blitz so richtig in der Nähe da runterkam. Das hat eine richtig gute Atmosphäre mitgegeben. So, und wieder warten wir. So. Auf ins letzte Rennen. Den nehme ich aber wieder. Den spiele ich aber wieder für den Rücken erstmal. Und versuchen uns. Eieieiei. Ja. Ich weiß, der Audi ist unterwegs. Oh.
Genau, damit es ein bisschen spannend bleibt, werde ich noch ein bisschen nach hinten geschoben, damit ich wieder aufräumen kann. Du warst zwar nicht der Schuldige, aber trotzdem kriegst du einen drauf. Hast einen drauf gekriegt. Leute, das ist hier kein GTA. Die KI ist ein bisschen GTA-mäßig drauf. Oder die... Was auch sein könnte, dass sie einfach mal mein Verhalten imitieren. So, nehmen noch einen zurück und weiter geht's. Sehr schön. Ich bin gespannt, wie meine Rundenzeit im Gegensatz zu Gamescom hier sein wird. Bei der Gamescom konnte man die ganzen Fahrhilfen nicht ausschalten. Also man konnte sie ausschalten, aber es hat nichts gebracht. Es war einfach... Naja, man hat die Bremshilfe ausgeschaltet und... Man hat sie trotzdem gehabt. So, was hast du jetzt davon, Junge? Leg dich hier nicht mit mir an. Los, hoch von mir. So, und jetzt fängt es auch langsam an zu wechseln. Das ist wahrscheinlich die Demo vom dynamischen Wetter. Finde ich echt geil, dass sie das mit eingebaut haben, endlich, so richtig. Zumal, wenn wir Glück haben, zeigt uns Forza bzw. Turn 10, naja, dass sie das Motorsportwetter auf dem Monitor wirklich kennen. Denn da war es nämlich, ja, es geht los mit dem Wetter. Wer den Nürburgring kennt, der weiß, er kann es binnen Sekunden komplett umschlagen vom schönsten Sonnenschein. Andere Menschen können auch hier das einfach falsch machen. Jetzt in 4K, gut, ich glaube, ich habe es auf der Gamescom, das müsste 4K gewesen sein. Zumindest habe ich auf dem Xbox One Prototypen gespielt. Das hört sich an wie ein Prototyp der Xbox One X. Da sah es heftig geil aus. Das heißt jetzt ab auf die Ziellinie. Und damit ist das dritte Rennen vorbei. So. Vielleicht blende ich euch unter die Zeiten oder neben die Zeiten
meine Zeit von der Gamescom an. Die habe ich noch mit abfotografiert. Werden wir sehen. So. Und damit war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, Nacht, Morgen. Macht's gut. Ciao.